Also ich bin ja gerade verzweifelt. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber... Ich bin am Überlegen. Stein vielleicht? Ja, wir können oben schon mal ein Fundament hin... Hm. Wir brauchen einen ganz normalen, schön gebratenen Stein. Was kann man sagen? Gebratenen? Man sagt ja auch gekochte, Pommes. Handgekochte Pommes. Daher, bitte nicht wundern. Nee, warte, ich muss mich jetzt konzentrieren, mal ganz neu. Ich glaube, dann, wenn ich das hier mit dem Sortieren da angefangen habe, ist das da. Ja, siehste? Ja, das reicht nicht. Ich würde sagen, wir werden erstmal ein bisschen nachlegen. Ich würde mal sagen, wir nehmen. Ja, komm, wir nehmen den ganzen. Da haben wir nicht Holzkohle mal hier. Ah ja! Da ist sogar noch was drin, direkt zum Braten. Gehen wir schon mal hin und versuchen, eine Art Grundstein zu legen. Da muss hier oben so eine Galerie sein, wo dann auch ein Leuchtraum ist und alles. Was heißt Leuchtraum? Nehmen wir einfach ein bisschen ausleuchten mit Fackeln. Aber dieses Let's Play wird noch einige hundert Folgen lang andauern. Wenn nicht noch tausende, wenn ich mal hier den Fortschritt sehe. Das ist jetzt nicht wirklich irre viel. Ich hätte überlegt, wir möchten, also ich persönlich möchte hier von vielleicht eine grüne Fläche lassen. Und dann irgendwie vielleicht hier so ein Gebäude. Wobei, Mensch, ich bin erstmal hier beschäftigt. Wir schließen erstmal hier die Lücke und dann kommt jetzt hier, das ist jetzt im Prinzip für, ja, so, so, ja, ist hier, oh Mensch, wird echt ein Drama, du, wo, ich muss mal aufpassen, wo die Leiter ist, denn ich verfehle die teilweise. Da wollte ich mich ab und zu schon mal hier absagen. Nein! Wie ich es liebe. Nee, auf jeden Fall, ich gehe nochmal ganz kurz hier die Schafe abernten. Man wird jetzt sicherlich merken, der Ablauf von diesem Let's Play ist zurzeit etwas sehr eintönig. Aber wir werden... Ist sie da? Ich hatte überlegt, ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht nochmal bauen sollte. Hier in diesem Bereich, in unserer Heimat hier. Natürlich können wir irgendwann mal was mit... hallo? Alter. Was mit Minecarts machen. Wenn der Tim wüsste, wie man die craftet, aber das kommt dann noch raus. Gold haben wir inzwischen auch. Wo ich gerade bei dem Thema bin, Wolle braucht man halt gar nicht mehr, ne? Ja. Ich möchte das Haus mal ein bisschen fertig machen. Denn es soll bald ein Download geben. Spätestens 140. Ich muss jetzt alles ein bisschen nach hinten verschieben. Merkt ihr sicherlich. Und ja. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen, was im Haus noch so ansteht. Das ist gar nicht mal so viel. Ach, guck mal, ist doch schön, wenn hier so das Licht durchkommt. Wir müssen... Ach, wir hatten die Scheiße gemacht. Ach, Mensch, nein, nein. Ah, richtig romantisch, oder? Hier vorne müssen wir irgendwie ein Bett hinzwiebeln. Dann vielleicht hier noch ein paar Einrichtungssachen. Sieht jetzt zwar ein bisschen sehr derb aus und ist ein bisschen sehr groß gelungen hier. Ich habe da gerade schon so einen Plan, aber ne, ist jetzt vielleicht gar nicht... Ach, übrigens, ich habe da eine Idee. Das würde ich gerne gleich mal ganz kurz umsetzen. Und zwar, mir wurde auch schon öfters in Kommentaren als auch sonst wo gesagt, ich solle bitte mal ein Bett irgendwo hinstellen. Das ist ja hier wirklich Obdachlosenheim hoch 18, was wir da aufgeschlagen haben. Deswegen würde ich da bitte ganz gerne mal... hier vorne ein Bett hinbauen. Es ist nur für gute Zwecke, damit ich auch mal innen drin was habe, weil sicherlich werde ich das Haus nicht fertig kriegen bis zum Donut, denn ich habe da gerade wieder sowas vorschweben, was mir gerade eingefallen ist. Und
Und eben deswegen. Ach, jetzt sieht das aber ein bisschen blöd mit der Lücke hier aus. Welche Typ hat hier was reingetan? Unglaublich, ne? Holzkiste, die war hier. Da haben wir sie auch schon. Aber ich mach mal kurz ein bisschen leiser. Ich glaube, jetzt habe ich langsam schon wenigstens ein bisschen mehr Prinzip hier reingebracht, als sonst immer war. Ja. Nee, Holz war hier vorne. Ja, Mensch, da muss ich mal ganz kurz hier noch machen, aber ist ja kein Problem. So. Und zwar mir geht es darum, ich würde ganz kurz da ein Bett hinzimmern. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Einfach so. Hallo? Ach Mensch, die Slaps, die gehen ja nur hier vorne. Ja, schön, dass mir das auch mal einfällt. 6 Stück, das reicht, das ist eigentlich viel zu viel. Machen wir das mal so hier. Und. Ah, warte, ich habe da eine Idee. Das kann nämlich richtig schön werden, wenn ich das jetzt nur richtig mache. Und zwar so eine Art, wie so ein kleines Häuschen hier drin. Klingt jetzt bescheuert, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Denn. Moment. Nichts ist aufgegeben. Und da kann man das hier vorne, damit das nicht so blöd wirkt, kann man das auch noch super auskleiden. Warte mal. Ich mache hier ein Drama, oder? Nee, auf jeden Fall, ich wollte mal hier, weil das Haus sicherlich jetzt nicht so schnell mit dem Bett ausgerüstet werden kann. Also ich möchte das nicht einfach nur reinklatschen, ja, damit wir das klarstellen. Möchte ich wenigstens das hier vielleicht ein bisschen fertig machen. Hat man hier noch so eine kleine Ablage? Hier eine kleine Ablage, hier kann man an die Werkbank. Das ist super. Ja. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz das Bett hier drin parken. Ja, da muss ich das jetzt abreißen, aber wenn ich jetzt gleich hier wieder. Wobei, wir sind ja, glaube ich, ganz am Anfang irgendwie hier gespawnt. Dann wäre das auch nicht mal so dramatisch. 2 Folgen sind schon um. Wir haben nichts geschafft. Mal wieder auch wunderschön hingekriegt. So. Hallo? Ah. Und so haben wir das jetzt schließlich auch fertig. Ich würde ganz kurz bitte, wenn es geht, die Fackel umplatzieren, dass man eine da macht und eine. Ne, komm, machen wir doch eine da. Und das ist unser kleines Bettchen hier vorne. Dann haben wir wenigstens auch was zum Schlafen. So, und jetzt mal wieder da zu dem Thema, wo ich eigentlich eben schon jetzt halt stehen geblieben war. Und jetzt sogar noch hier alles vergessen habe. So. Jetzt geht's endlich mal wieder hoch zum Leuchtturm. 2 Folgen konntet ihr euch hier wieder den ganzen Kram angucken, wo ich hin und her gelaufen bin. Wo ich für hoffen kann, irgendwann mal die Melone hier verzerren. Also wenn ich jetzt hier die ganzen Melonen mal hier verbraucht haben möchte, dann wird es ja nicht mal reichen, wenn ich den Nico, den Lukas, den Marvin, den Jens, den Kevin und wen noch zum Geier einlade. Da wäre scheißegal, ich hätte immer noch viel zu viel. Damit wir mal klarstellen, dass wir hier gerade ein Luxusproblem haben. Ja, das möchte ich mal ganz kurz so vermerken. Wird es dunkel? Nee, okay, ich dachte schon, das wird jetzt wieder. Gerade jetzt wird es ja passen, dass wir hier runterknallen, aber mit Karacho. Na, ich glaube, wir müssen schon auch die äußere noch hier. Die äußere Fassade. Mensch. Die äußere Fassade auch noch mit Stein. Ja, sonst sieht das doch eigentlich scheiße aus, oder? Ja, komm, das muss so gemacht werden. Schere? Ach, da. Ich mach die jetzt sicherlich auch noch kaputt. Naja.
Ach man, die Höhe ist doch ganz okay. Der Leuchtturm ist ja jetzt nicht so. Wobei doch, der ist ja so eine Art Symbol, den man vielleicht ein bisschen, aber nicht so intensiv aus der Ferne sieht. Als, ja. Als Strich in der Landschaft. Mhm.